Was geht, Leute? Willkommen zum ersten Gaming-Video auf diesem Kanal. Mal was ganz Neues. Heute spielen wir das erste Mal GTA RP auf dem Majestic-Server. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da. So, Freunde, wir starten hier mit der Charaktererstellung anscheinend. Ja, natürlich männlich auf jeden Fall. Mache ich einen coolen oder so einen Goofy-Ass-Character? Das ist die Frage. Ich würde sagen, ich erstelle jetzt erstmal den Charakter und dann sehen wir uns, wenn wir drin sind. Jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's los. Shit, Mann. Ich hoffe es ist geil, ich weiß gar nicht. Oder Wasser? Auf eins soll man ein bisschen schneller machen. Ich will keinen Film gucken, ich will spielen jetzt hier. Oder kann man es irgendwie skippen? Ah, hier. Ah, jetzt komme ich, glaube ich, am Flug. Geil, Mann. Das ist der Wegweiser. Er wird Ihnen helfen, das Spiel auf dem Server zu starten. Kommen Sie und sprechen Sie im Wegweiser. Was willst du? Willkommen, was kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wie starte ich das Spiel, ne? Bei uns ist alles sehr einfach. Ich habe Aufgaben, die Ihnen am Anfang der Serie selber erklären werden, wie und was hier zu machen ist. Wenn Sie weitere Einzelheiten benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Aufgaben für Anfänger. Ich erkenne diesen verwirrten Blick. Lass mich raten, bist du ein weiterer Glückspilz, der sich entschieden hat, sein Glück in dieser Stadt zu versuchen? Ich rate Ihnen, mit der Eröffnung eines Bankkontos zu beginnen. Mieten Sie einen Transport und gehen Sie zur nächsten Bankfiliale. Danke für den Tipp. Wenn du dein Drive-D-Lizenz hast, kannst du Fahrzeuge von anderen Spielern über die Interaktion zu G oder Marktplatz mieten. Okay, okay. Ich habe mehrere Autos. Sie können einfach ihn mieten, das ist, ja, natürlich. Oh, wie viel Geld habe ich? Oder, ey, wie teuer ist er, ja. Ich nehme hier. Bam. Habe ich bar was dabei überhaupt? Wo steht das? Warte. Oh. Ah, 3K habe ich. B. Mies cool. Bruder, ich hab keine. Ich hab keinen Sicherheitsgurt, aber. Bruder, kann man, muss ich schalten oder so? Ah, der macht, ist Automatik, okay. Na, Bruder. 1, 2, 3, 4, Mann. Was geht, was geht? Was geht, Mann? Ich brauch Geld, Mann. Ich brauch auch Geld, Digga. Scheiße. Ist das dein Auto, Mann? Ja. Sein Auto hier. Was? Boah, tschüss. Oder guck dir mal meine Karre an. Oder ich lass ein Wettrennen machen. Komm mit, Ding. Wir machen ein Wettrennen. Wettrennen? Okay, komm. 3, 2, 1, los! Habibi. Oder. Bruder. Maib zu. Bruder, was ist das für ein. Wo sind die alle? Das ist eine Geisterstadt hier. Die sind tot alle.
Ich guck mal, ob es hier irgendwie so ein Treffen gibt. Im Casino safe. Im Casino sind so safe welche. Erstmal. Ich habe wenig Geld, aber im Casino macht man aus wenig Geld mehr Geld. Deswegen müssen wir jetzt erstmal spielen gehen. Aber wir fragen. Oha! Der Herr, einmal runter. Okay, sorry. Wo kann ich mein Handy kaufen, Kollege? Wo Handy? Ich brauche ein Handy. 24-7. Bruder! Geh jetzt mal hier runter. Hallo, wichtige Frage hier noch. Ey! Ja, mach mal einen Abflug hier. Mach mal einen Abflug hier. Okay, sorry. Abflug, Digga. Mein Roller! Da vorne ist dein Roller. So, du brauchst da hinten gar nicht zu drängeln, ne? Du brauchst da hinten gar nicht zu drängeln. Ich will auch Polizist werden. Ich frag jetzt, ob ich Polizist werden kann. Nein. Der werde ich festgenommen. Ich werde festgenommen. Oh! Er meinte irgendwas mit 24-7. Irgendwas mit 24-7. Aber was ist hier? Kollege, was meint er mit 24-7, wo ist 24-7? Bestimmt da so ein Laden, oder? Wir fahren mal zu dem hier. Letzte Sammel. Miep, miep. Ey! Hallo? Was soll ich dich mitnehmen? Alles gut, Kollege. Ja, gut. So ist deine Familie. Boah, ich bin alleine, ja. Ja, okay. Ja, ich wünsche dir was. Ciao. Ciao. Bruder. Was für Familie, ich bin... Bruder, die sehen doch. Ich sitze im Unterhemd auf meinem Roller. Ich bin hier komplett alleine. Ich... Oha. Oh, oh, oh. Ah! Hallo? Ja. Allgemeine Verkehrskontrolle. Können Sie mal bitte zum Bürger schicken? Ja. Ganz kurz, ich weiß zwar nicht, was du erwartest. Guten Tag. Ja, wie wär's, wenn wir weiterfährst? Der Typ hat gar nichts dabei. Dass du den Neuen in Ruhe. Wie wär's, wenn du einfach weiterfährst? So, da haben sie schon einen Führerschein. Ja, natürlich. Haben sie einen? Nein. Okay, kommen Sie mit, ich bringe Sie zum Führerscheinspot und gebe Ihnen das Geld zum Führerschein. Nett, dankeschön. Dankeschön. 10.000, ich bin Millionär jetzt, dankeschön. Kein Ding, hier 20.000. 20.000. Der Dealer gibt dir bestimmt auch nochmal was. Jo. Korrekt. Jetzt kann ich mir einen Gucci-Anzug direkt holen, geil. Hau rein, Mann, ja? Dankeschön, hau rein. Warte, ich gucke, ob ich noch was in der Tasche habe. Na, alles ich gut. Hab noch ja, aber nichts illegal. Alles gut, Bruder. Warte, ich hab kein dir das? Ja, das ist wie korrekt, Video, ja? Ich geb dir. Warte mal. Max, ich geb ihm die Schuhe, ja? Ja. Ja, meine Füße sind echt kalt. Die Schuhe wären cool. Ja, aber nicht verkaufen, oh. Junge. Zieh an. Suchst du auch noch eine Familie? Also. Eine legale Familie. Ich hab keine Familie. Also, ich würde mich freuen, wenn ich Freunde hätte. Also, wenn du die uns als Familie suchst, ja? Ja. Wir sind, guck mal auf deiner. Von da aus Richtung Automarkt. Und dann sind da Häuser, die sind, also ein blaues, so ein braunes Haus daneben ist ein blaues und da stehen ganz viele blaue Autos. Wenn du okay. Interesse hast, dann melde dich einfach bei uns, okay? Wir machen auch Auszahlungen, zum Beispiel, wenn du Forellen tankst oder sowas. Ah, okay. Ja, ich komm mal vorbei. 1000 Dollar ungefähr pro Kilo und das machst du ungefähr so in 8 bis 10 Minuten. Okay, ich komm mal später vorbei.
Ich gehe erstmal hier mit dem netten Herr Officer mit. Ja, alles ja, gut, okay. Mach das. Dann mach's gut, schönen also, Abend hier, ja? Dann kaufst du, ciao. Boah, das ist erstmal ein Polizeiauto. Dann fahr ich sie jetzt mal kurz zum Fahrzeugmacher-Führerscheinstelle. Direkt eine Familie gefunden, was will man mehr? Aber der fährt hier ein bisschen schneller als erlaubt, glaube ich. Mich hier anhalten, weil ich mit dem Roller... So, der Herr, dann fahr ich mal noch mit ihm kurz vor und zeig ihm mal ganz kurz, wie sie das machen. Okay. Four Offroads. Oh, oh, oh! Drive und D. So, Leute, erster Versuch. Wir machen jetzt den Führerschein. Let's go. Was waren das aber für welche? Die meinten, die wollten mich, glaube ich, versklaven oder so. Die meinten, für wenn ich für die Fischen gehe, kriege ich 1000 Euro. Aber ich gehe dahin, ich gucke, wie die Familie tickt. Die wollten mich nämlich direkt, die wissen gar nicht, wie ich ticke, die wollten mich direkt annehmen, die Familie. Bisschen komisch. Aber wir checken das. Dafür sind wir nämlich hier. Man sollte am besten kein Offroad fahren. Ich mach's trotzdem. Vor allem hier. Da soll nämlich so ein Hügel gleich sein. Und wenn du da gegen eine Leitplanke fährst, kommt nicht gut. Hat mir so ein Freund hier erzählt. Vor Offroad. Oh, oh, oh! Und wir haben es first try geschafft. Ja, Mann. Ich habe auch kein Handy. Ich kann niemanden anrufen. Ich kann doch jetzt nicht laufen. Hallo? Hallo? Ich muss mich hier... Okay, ich habe die grüne Zone. Entschuldigung. Ich muss auf jeden Fall jetzt jemanden... Hallo! Hallo! Ah, ich habe Sprinten gelernt, Mann. Ich muss aber Hilfe rufen. Hallo! Da hupt die ganze Zeit irgendwer. Hallo! Halt mal den Kofferraum. Ich brauche Hilfe! Warum? Warum? Ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Steig ein jetzt. Okay. Steig in den Kofferraum an. Wie geht das? Du musst G drücken. G, okay. Ey, nein. Ich möchte aber nicht in den Kofferraum. Ich will nicht in den Kofferraum. Interessiert mich nicht. Sorry, AB. Die wollen mich, die kidnappen mich, glaube ich, gerade. Ist hier eigentlich kalt, wenn ich vorbei bin? Nein, ist warm. Okay, müssen wir wieder mit unserem Trainer. Du weißt schon, dass du rein musst? Ja, weiß ich. Weiß ich. Okay. Ich weiß es nicht. Tschüss! Ich will hier raus. Willst du dir kein Auto kaufen? Ich hab's mir anders überlegt. Nee, möchte ich nicht. Na, das ist zu teuer, wa? Nee. Aber die gefallen mir nicht. Die gefallen mir nicht. So. Hier kannst du richtige Autos fahren. Und wie teuer? Über 100.000. Nee, gefällt mir nicht. Die Fahrt kostet, nee. Na! Alles gut. Wie viel? Alles gut. Wir können auch kurz in den Busch da vorne gehen, wenn du willst. In den Busch.
Ja. Kommt ein bisschen komisch rüber, ne? Ja, ich wollte dir da nur das Geld geben. Können wir doch hier auf der Straße... Ja, gehen. Stimmt, hast du recht. Oder? Aber was mache ich jetzt? Ah. Ich frag jemand anderes. Der ist ein netter, der war mir... Hallo? Ah. Hilfe. Sorry. Kannst du mich wohin fahren? Ich habe kein Auto. Ne, ich muss tun, ich kann jetzt nicht. Okay. Ciao. Tschüssi. Guten Tag. Herr Officer. Sie, können Sie mich fahren? Nee, ich muss gerade woanders hin, aber um was geht's? Ich brauche ein Handy. Ja, 24/7 ist in der Nähe. Also, doch nicht. Aber meine Beine tun weh. Ist ein Auspacker. Wo? Hier gleich da vorne. Das sind ein paar Schritte. Okay, dankeschön. Tschüss. Bitteschön, ciao. Ein Ausparker? Was ist ein Ausparker? Was meint er? Ich weiß nicht, was er von mir wollte. Ich habe einfach so getan, als ob ich es weiß. Au! Alter, das tat weh. Auf, nicht auf die Straße laufen. Kann, bist du nett? Alles gut bei dir? Ja, danke schön. Könntest du mich zu einem 24/7-Store fahren? Ich brauche ein Handy. Natürlich. Danke sehr. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ein Handy. Boah, ne... ne Vape. Ich will ne Vape. Oh, ein Tablet. Boah, das ist so teuer. Ich bin so arm. Ich hab Durst, ich hab Hunger. Ah, so. Dann warten wir mal aufs Taxi, ne? Guten Tag. Guten Tag. Jetzt ist sie wieder da. Wo kann man sich bewerben? Da gibt's so einen Taxiladen. Ich weiß gerade nicht auswendig, wo der ist. Da müsste man kurz hingehen dann. Den können Sie ganz schnell auch finden mit Ihrem F3-Muskel. Und dann auf Jobs, da können Sie dann gucken, wo der ist und sich dann da einfach bewerben. Da können Sie sich auch direkt ein Auto mieten. Achso, okay. Schau ich mal vorbei. Ja, vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Tschüss. So. Also auf jeden Fall dadurch, dass ich jetzt weiß, wo ich einen Job bekomme, ich werde auf jeden Fall die Tage mal nachschauen, ob ich vielleicht einen Job als Taxifahrer bekomme. Das wäre natürlich mit das Beste, was passieren kann. Oh, vielleicht. Ich glaube das. Das ist es.
Vielleicht hier im Hintergarten. Hallo? 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 Was geht? Ja, was geht? Mann. Ja. Wisst ihr, wer ich bin? Ja, ja, der von vorhin, ne? Genau. Ja, nochmal an. Ich war nochmal der Zweitseele. Also Autos, kannst du das da fahren? Der hier? Ja. Der hier? Und noch ein anderer. Okay. Ja. Also wie gesagt, wenn du Waffen oder so brauchst, kannst du dich bei uns melden. Du kriegst auch Geld, wenn du fischen gehst. Wo gehe ich fischen? Ich brauche unbedingt Geld. Ja, du aktuell bekommst du noch Angestelle 1 und hast so einen NPC, wo du dir Angelsachen kaufen kannst. Wie viel Geld hast du noch? 20.000. Ja, okay, das reicht noch. Kannst du Angelsachen kaufen und ja. Okay. Gut, dann kannst du angeln gehen. Und du kriegst noch allein schon Geld, nur du dadurch, wenn du es dann einfach ausfallen kriegst. Warum bist du tot? Bin vom Haus gefallen. Okay. Also geht relativ schnell. Weil wir brauchen das halt aktuell noch für Vertrag und Donnerstag switchen wir auf illegal rüber. So Leute, wir sind hier im Krankenhaus. Und so schnell werde ich hier wahrscheinlich auch nicht rauskommen, weil mir geht's richtig schlecht. Ich habe richtig Schmerzen. Und bis die Wunden verheilt sind, dauert es auf jeden Fall ein bisschen. Damit würde ich sagen, war es das mit dem ersten Video. Wir haben eine Familie gefunden, die Familie Pueblo. Wir werden sehen in den weiteren Tagen, wie ich mich verhalte, ob ich das da drin aushalte, wie viel Geld ich mache. Damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich muss auf jeden Fall Geld anschaffen, weil so geht das hier nicht weiter. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.